So, ein recht herzliches Willkommen zurück bei Transportfieber 2 und dem Offenbacher. Ja, wir haben jetzt hier 21 Stein, ist gerade angekommen. wir haben jetzt folgende Baustelle. Das heißt, Mannheim muss ich euch zeigen. Mannheim Logistik hat nur ein Fahrzeug, braucht 11 Minuten hin und 11 Minuten zurück. Das heißt, wir müssten in Mannheim jetzt erstmal noch Fahrzeuge hinzufügen, dass wir auf jeden Fall mit Mannheim runterkommen. Und Mannheim ist schon ganz gut. Jetzt sind wir nämlich unter. Jetzt sind wir genau in dem Punkt, wo wir hinwollen. So. Stift. Heißt, Mannheim erledigt. Berlin Logistik braucht auch Fahrzeuge. Heißt, wir haben ganz schön viel. So, des Weiteren habe ich mir überlegt, von dem Offenbacher Wald zum Offenbacher Sägewerk eine Bahnlinie zu machen. Ist aber die Frage, ob wir das in der Folge hinkriegen. Das so viel mal dazu, habe ich mir so überlegt, dass wir das Holz von hier hinten hier rüber kommen und dann die Sachen hier rüber fahren mit der Bahn und von hier vom Sägewerk die Werkzeuge wieder mit hier hochnehmen und das Ganze dann hier rüber schaffen. Und zwar hierher. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, wie wir nochmal mehr Geld verdienen. Das heißt aber auch, dass wir den Zug sparen müssen. Ich habe mal geguckt, also ich werde jetzt mal eine Dings bauen. Ich will mal, also wir haben die Wahl zwischen den universalen Stacker, die 8 Sachen können, und wir haben die Variante hierzu. Aber Achtung, der Güterwaggon kann 260 und der kann nur 90. Also ich würde schon dazu raten, das hier zu nehmen. Kostet mich 11 Millionen, aber dazu müssen wir dann erstmal warten. Das heißt, wir müssen hier ganz dringend was zurückzahlen, damit uns nämlich die Sachen nicht auffressen. Wollen wir mal gucken, was Zustand ist noch mittelmäßig, das ist alles soweit okay. Dann habe ich mir überlegt, die Stammholzlinien-Trams, also alles das, was Stammholz transportiert, dass wir die auf die anderen Linien mit rüberziehen, also verteilen. Aber das zu einem späteren Zeitpunkt, wie gesagt. Weil wir müssen erst einmal hier die Sachen machen. So, das heißt, wir werden 160
Das könnte auch ein bisschen eklig werden, weil wir da nicht dran kommen. Bedeutet, wir müssen hier eine kleine Einbuchtung machen. Gebäude. Kostet uns 800. Wenn wir das hier dran setzen, kostet es uns nur 400. Dann werden wir das da dran setzen, das wieder wegreißen und Gleise. Das wird das nämlich erst einmal machen. Parallel Tracks 2. Wir gehen auf 120. Oh. Das ist nicht ganz so gut. Ja, passt nicht. Paralleltracks. Eine 77, mehr schafft der auch nicht. Wäre aber kein Problem. So, okay. Nicht möglich. Okay. So, Signale. Gib mal den. Thank you.
Okay, das hat natürlich super funktioniert. Jetzt hat es funktioniert. Und jetzt schmiegt man das hier an. Ah! Verdammt, das war natürlich nicht geplant. Nein. So, ja. Signal. Zack. Zack. So, das können wir ja dann noch umswitchen. Das heißt, wir werden jetzt die Bahn erst einmal umverlegen. Okay. Da muss er andersrum fahren, das ist aber auch jetzt erstmal egal. Wir werden jetzt erstmal so, das heißt, die fahren jetzt erstmal hier rum. So, dann werden wir eine neue Linie erstellen. Und zwar von hier nach hier. Und das wird Güterzug. Offenbach. Stammholz. So, okay. Das heißt, wir werden uns jetzt, beziehungsweise jetzt noch nicht, wir werden jetzt erstmal zurückzahlen. Dass wir uns nämlich erstmal was leisten können. Denn die Investition muss getätigt werden. Und dann gucken wir mal. Die können natürlich auf beides nutzen. Ja, das war nicht so clever. Auch egal.
So. Und jetzt haben wir 3 Millionen. Heißt, wir können uns... mit 1 Million... und 60 km/h. Gucken wir jetzt nochmal, was die... Die können 80... Die kann 90, kostet 2 Millionen. Die Stackers... Okay. Barsch kann 90. So. Das heißt... Wir haben jetzt unseren ersten Güterzug, der jetzt rauskommt. Und den machen wir, wenn er voll ist. Weil der wird gleich überlaufen sein. Deswegen brauchen wir ja noch den... So, so. Ich gleich mal einen Screenshot machen. So, das heißt, wir haben jetzt doppelte Anlieferung und setzen damit unseren ersten Zug in die Tat um. Aber wir haben noch mehr zu tun. Und zwar haben wir nicht nur das heißt Berlin kriegt auch noch mehr Fahrzeuge. Das haben wir auch. Heißt Berlin Logistik 121 sauber erledigt. So,
Dann haben wir Stuttgart. Stuttgart-Versorger brauchen wir auch. Jetzt kann der nämlich raushauen. Im Lager. Warte. Gut. Und den können wir noch ein paar Hängerchen mehr dran hauen. Kappa. Und ich trinke noch mal was. Apropos, die fahren ja das Werkzeug eigentlich noch hier umsonst umher. Das sollte ja eigentlich... Verdammt. Wie mach ich das jetzt? Bretter. Ja. Die Bretter könnten wir gegebenenfalls Problem mit Stammholz. Da wollten wir ja die Versorger. Wo ist jetzt Stammholz? Stuttgart 1. Vier Minuten. Stuttgart 1, 3 Minuten. Und wir gehen hier auf Logistik 2, Stuttgart. Dann Schweig 1, also Schweig, Schweigversorger. Münchenversorger. So, damit Münchenversorger 3 Minuten.
damit können wir die Stammholz rausnehmen. So, Bretter werden wir jetzt ganz einfach 1 machen. Werden wir konfigurieren, und zwar werden wir da hier was dran setzen und werden da eine kleine Straße dran zaubern. Womit, genau, womit wir jetzt arbeiten können. So, Offenbach hier dran und den raus. Beziehungsweise liefern wir ja eigentlich die Bretter an und müssen ja die Bretter wieder weiter dran. Ach, wir sind doch. Ach, Mann. Raus. Ja, manchmal bin ich auch ein bisschen verpeilt, aber alles okay, alles kein Beinbruch, kriegt mal alles hin. Kriegt mal alles hin. So. Dann Kölle da raus. Einmal hier. Einmal hier. Damit läuft das Ganze wieder. Offenbacher Stadt. Nee, Offenbacher Sägewerk. Das und das ist Werkzeug. Also in Köln, da ist die Werkzeugfabrik. Jawohl. Läuft. So, das heißt, wir fahren von hier aus jetzt mit dem Zug, sehen okay, und ziehen das jetzt dahin. Der bringt schon wieder Neues, das ist super. Macht der eigentlich schon Plus? Nein, da macht man keinen Plus. Aber bevor der abfährt, werde ich ihm noch einen Wagen dranhängen. Werden wir noch einen dranhängen. Oh. Werden wir wahrscheinlich noch einen dranhängen können. Das ist das, was wir jetzt machen, gerade. Noch ein bisschen den Güterzug implementieren. Wir machen zwar gerade eine Mille Minus, aber okay. Das geht ratzfatz wieder ins Plus.
aber naja. Ah, die hat noch kein Werkzeug dabei. Das ist nicht so schlimm. Vor allem, die hat auch nichts im Lager. Eieieiei. Das Sägewerk, okay. Der macht schon gut Plus. Müssen wir nur zwei davon haben, dann läuft das. Ja, konnte ich mir jetzt wieder denken, und bevor das Geld wieder schwindet, werde ich nämlich hier auch noch eine Treppe anbauen und werde hier noch eine Straße anzaubern. Jetzt funktioniert das auch. Jetzt müsste der eigentlich auch wieder was rausziehen. Gucken wir mal, ob es passt. Ob er es macht. Weil Fahrzeug verwalten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, neun. Können wir noch einen dranhängen? Zehn. Jetzt haben wir eine Länge von 126. Jetzt muss ich erst mal gucken, ob der überhaupt noch einen Bahnhof passt. Ja, jetzt ist es aber auch Ende der Sache. So, jetzt werden wir mal ganz kurz. Ah, okay. Hast du schon was mit? Ja, jetzt funktioniert das auch wieder. Okay. Dann haben wir auch unseren ersten Zug. So, das heißt, jetzt kommen wir zu der Sache. Versorger, Fahrzeug verwalten, kopieren. Versorger. Okay. Mannheim Versorger 1. Mannheim Logistik, das ist gut. Aschaffenburg, Berlin Logistik ist auch gut. Hier müssen wir noch was machen, hier müssen wir noch was machen und hier müssen wir definitiv auch noch was machen. 3 Minuten, da brauchen wir noch einen Zug, damit das nicht mehr 3 Minuten bleibt.
So, hier stehen 33. 4. Die haben sich ganz gut eingependelt. Das heißt, wir haben damit eine gute Sache. Und die ersten Werkzeuge kommen damit auch an. Ja, wenn ihr Vorschläge habt, wie wir das noch besser machen können, dann immer her damit. Schreibt es mir in die Kommentare. Und vor allem, wenn ihr irgendwelche Städte als Bürgermeister haben wollt, könnt ihr das gerne genauso tun. Dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Nur immer rein damit. Ich freue mich über jeden Kommentar, den ich kriege. Es ist aber auch so, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ich versuche jetzt, soweit wie es mir nur möglich ist, jede Woche zu wechseln. Also ich habe 3 Projekte. Einmal das Transportfieber, 2. Projekt, dann habe ich das Planet Zoo Projekt, was ich euch näher bringen will. Dazu muss ich aber noch gucken, wie ich das überhaupt hinzaubere. Und wir haben das City Skylines Projekt. Also das sind so Projekte, wo ich wirklich auch richtig denke, dass das bei euch gut ankommt. Falls ihr projektmäßig noch andere Sachen haben wollt, könnt ihr mir das auch gerne schreiben, dann beantworte ich euch das liebend gerne, denn wir wollen das Projekt gemeinsam machen und gemeinsam starten. Deswegen sollte es ja auch ein Gemeinschaftsprojekt sein. Mit der Ausrichtung sind wir ganz gut bedient. Ich denke mal, wir können Stammholz. Wo sind die Bretter? Ach, da. Aha. Okay. Haben wir kein Geld? Gut. Da müssen wir nämlich noch ein bisschen was draufpacken. Dass wir A hier das wegkriegen und B noch ein bisschen Geldfluss generieren. Also es ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Investition, dass der Zug voll fährt. Aber es ist keine gute Investition, dass wir hier hintenrum kutschieren. Und zwar durch die City durch. Da werde ich mir mal was einfallen lassen, ganz kurz.
Weil, wenn wir hier schon durchfahren, dann lieber nicht. Dann mache ich lieber eine smoothere Kurve. Weil dann fährt er nämlich hier rum rein. Das ist schon mal perfekt. Nein. Was? Nicht genügend Geld? Jetzt auch nicht. So, Linienfarbe. Bahnhof ist gleich voll. Also müssen wir definitiv noch einen zweiten Zug drauf packen. Weil ansonsten haben wir nämlich gleich einen übervollen Bahnhof. Und das ist überhaupt nicht gut. Wenn wir nämlich hier zwei Züge fahren lassen, ist es schon mal viel besser. Stopp. Was? Nee. Dann werden wir noch ganz kurz diesen machen. Und das gefällt mir auch noch nicht, was da kommt. Perfekt. So, jetzt können wir den anschließen. Können wir den anschließen. Dann können wir den anschließen. Und dann können wir hier laufen lassen. Jetzt gucken wir uns die Linienführung an. Perfekt. Was würde mich der Zug eigentlich kosten, wenn ich den jetzt klone? Details. 6 Millionen. Boah. Eieieiei. Okay. Müssen wir noch ein bisschen hinsparen da drauf. Auf 1.
Ah, da fährt jedes Mal voll. Du fährst bitte auf 1, mein Freund. Du sollst gerade rein. Und nicht schräg. Wir brauchen dringend einen zweiten Zug da drauf. Wenn man eigentlich von hier oben, von der Baumalinie runter bis Offenbach ziehen, wäre das ja kein Thema. Lass mal den erstmal in die Schandtat gehen. Irgendwie kommt hier kein Brot an. Sehe ich das richtig? Ach ne, hier liegt Brot. München Logistik 1 und 2. Okay. Mannheim Versorger und Stuttgart Logistik. Ich hätte ja eine Idee, aber ob die klappt, das kann ich euch nicht sagen. Das war von... hier hinten die zwei mit einem anschließen, und zwar einen großen Bahnhof, aber da muss ich gucken, das kann ich euch jetzt noch nicht sagen, können wir zu späteren Zeitpunkt machen. Zurzeit passt mir das so ganz gut, wie das hier läuft. Da müssen wir eben gucken, dass wir das dann besser hinkriegen. Mannheim Logistik. Ja. So, kommt in Offenbach rein? Ja, super. Das sind 4, bleiben noch 2. Der kriegt wieder was ab. Braucht dringend den zweiten Zug. Sonst haben wir hier gleich Zappeduster. In der Nähe, glaube ich, auch noch einen zweiten Wald gehabt. Aber nein. Kriegt man auch noch hin. Müssen wir dann sowieso auch umbauen. Alles. Das wären dann alles Durchgangsbahnhöfe. Das ist jetzt erst einmal nur, dass wir Geld generieren. Der macht schon 1 Million alleine plus. Und 6 brauchen wir. Oh, und wir sind 5 Minuten über der Zeit. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen auf jeden Fall. Sollte euch das Projekt sehr gut gefallen, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da.
abonniert den Kanal und kommentiert, was es zu kommentieren gibt. Anregungen, Kritik, alles ist möglich. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und schaut gerne wieder rein, wenn es heißt, es gibt den Offenbacher mit Transportfieber 2, Staffel schwer, Mittel. Also, bis dahin, ciao, euer Offenbacher.